Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf dem Kanal zusammen mit Games Island. Und zwar passend, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ihr es sehen werdet oder überhaupt seht. Ich habe zwei Tutorial-Videos quasi geplant. Und, also ich hatte eins geplant. Und zwar war das mit dem Pre-Release-Kit, falls ihr das schon gesehen habt. Das war Video 1 und zwar das ist das Limited-Tutorial. Quasi, wie funktioniert das Format Limited? Oder, ja doch, ist ein Format. Das Format Limited bei Magic. Und jetzt haben wir einmal gegenübergestellt Constructed. So, hallo zusammen an alle Anfänger und Magic-Interessierte. Und wir kümmern uns jetzt in diesem Video, wie gesagt, um die Deckbaubox, die quasi genau das macht, was Constructed von einem Magic-Spieler verlangt. Constructed ist die Art von Magic, wo sich Spieler zusammensetzen und ihr eigenes, sagen wir jetzt mal 60-Karten-Deck, es sei denn, man spielt irgendwie Commander oder so, ihr eigenes Deck von zu Hause mitbringen. Das Deck ist schon fertig gebaut und dann spielt man damit. Also es ist vorkonstruiert von einem selber, das ist Constructed. Limited ist das, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wo man mit drei Boostern zum Beispiel den Booster Draft spielt, wo man sich sein Deck gerade ganz spontan quasi zusammenstellt, nicht von zu Hause mitbringt und dann halt vor Ort mit dem neu zusammengebauten Deck baut. Das, was ihr in dem anderen Video seht, ist Sealed, das ist eine bestimmte Form des Limiteds, gegenübergestellt zum Booster Draft. Da kriegt jeder Spieler 6 Booster und muss sich aus diesen 6 Boostern ein 40-Karten-Deck bauen. Das ist auch einer der Hauptunterschiede. Das ist einmal, dass man die Karten eben nicht selber mitbringt, sondern vor Ort sein Deck baut und dass das Deck nur 40 Karten hat. Hier jetzt im Constructed bauen wir ein 60-Karten-Deck und genau das wollen wir auch mit der Deckbaubox machen. Hinten drauf steht, erweitere deine Sammlung im Handumdrehen. Mit der Deckbaubox stehen dir 285 Karten zur freien Verfügung mit allem, was du zum Erstellen mehrerer Magic-Decks benötigst. Keine zwei Deckbauboxen sind gleich. Inhalt: 125 bedingt zufällige Karten, 4 Boosterpackungen aus den aktuellen Sets, 100 Standardländer, Leitfaden zum Bau der besten Magic Decks, Magic Kurzanleitung und eine illustriert wiederverwendbare Aufbewahrungsschachtel. Ja, das ist schon mal ganz cool. Die Schachtel ist ganz cool, finde ich nicht ganz so geil wie die Fatpack-Verpackung, weil sie ein bisschen anders gestaltet ist. Ist eher so eine Faltbox, aber das ist jetzt nur mal nebenbei. Und die Deckbaubox steht so gegenüber den alten Intro-Decks bzw. den neuen Planeswalker-Decks. So preislich sind die Sachen, glaube ich, immer ungefähr gleich. Je nachdem, wo man die holt, kosten die so um die 15 Euro. Und ja, was soll man jetzt hiermit eigentlich machen? Also Leute, die eben keine Lust haben auf ein Intro- oder ein Planeswalker-Deck, holen sich eben die Deckbaubox. Hier kriegt man nicht ein komplett vorgefertigtes Deck, sondern 4 Booster zusammen mit diesen sogenannten bedingt zufälligen Karten. Das heißt, wenn ihr euch so eine Deckbaubox holt, werdet ihr einen Teil der 125 zufälligen Karten auch haben, denn manche Karten, das sind immer so grüne Ramp-Spells oder so Sachen, Karten, die so typisch sind für ihre Farbe, sind halt immer hier drinne, damit man da so einen Grundstock hat, um eben ein Deck draus zu bauen. Hier geht es eben um selber das Deck bauen. Und das wollen wir jetzt auch einfach zusammen machen. Wir reißen das ganze Ding mal auf und ich gebe euch so ein paar Tipps. Wie gesagt, das soll so ein Anfängervideo sein, so ein bisschen Tutorial. Und zwar, wie baue ich mir ein Constructed Deck, auf was muss ich achten? Und ich möchte da mit euch einfach mal so drüber gehen. So, schauen wir mal. Hier ist die Verpackung. Dann haben wir hier den Hallo lieber Magic-Spieler. Oh, das ist aber schön gemacht. Entdecke die Welt von Magic von Mark Rosewater. Guter Mann. Auch schön. Auch hier nochmal Magic Duels. Och, schön. Oh, guckt mal. Mit Cosplayern. Ist das der Gavin? Ich glaube, das ist unser R&D-Gavin. Und ist das... Ah, schwer zu erkennen. Ich bin jetzt ruhig über die Leute, wer das ist. So, Entschuldigung. So, eigentlich geht es ja hier um die Box. Also wie gesagt, das ist diese Faltbox. Die kann man auch später noch aufbewahren, um Karten zu transportieren. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Dann haben wir, geil, 2 Kaladesh-Booster. Das ist wichtig. Wir haben Innistrad, Düstermond, Kaladesh. Das ist ganz cool, weil je mehr Kaladesh, glaube ich, desto besser. Ich hoffe, dass auch viele der Semi-Random-Karten Kaladesh-Karten sind, weil damit kann man ein cooles Deck bauen. Und da habe ich jetzt auch am meisten Lust drauf gerade, weil wir sind jetzt gerade, wo ihr das Video hier seht, wir sind ja gerade in der Edition Kaladesh, die ist gerade neu. Deswegen mache ich auch diese Deckbaubox auf. Aber ich wollte sie eben nicht nur einfach aufreißen, sondern ein Video erstellen, was man sich auch später anschauen kann, so damit dann Anfänger auch später noch was über den Deckbau lernen können. Also könnt ihr dieses hier jetzt nicht nur als reines Kaladesh-Video betrachten, sondern eben als allgemeines Hilfevideo. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo sind denn die Länder drin? Die will ich eigentlich nicht aufreißen. Schade. Schauen wir mal. Also ich zeige euch jetzt mal, was hier so drin ist und dann gebe ich euch so ein paar Tipps zum Deckbau. Das ist ähnlich wie beim Limited-Video, wo ich euch gesagt habe, wie viele Kreaturen, Spells und Länder man quasi spielen soll. Funktioniert das beim Constructed eigentlich ähnlich? Jetzt schaue ich mal. Okay, was haben wir denn hier? So, ich gehe einfach mal durch, vielleicht erkennt ihr ja ein paar Karten. Also wir haben hier ein paar Eldritch Moon-Karten, aber auch Kaladesh-Karten und der Engel ist genau das, was ich sehen wollte. Der Windhauch-Weber-Engel, 6 Mana, 4/4 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, können wir eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, ins Exil schicken und wieder unter unserer Kontrolle ins Spiel bringen. Da können wir sehr gut diese, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, Effekte doppelt ausnutzen.
So, das ist alles Kaladesh. Hier sind so ein bisschen was für Artefakt-Decks ist halt drin. In Rot ist so ein bisschen Burn. Ein paar Artefakt-Kreaturen. Ha, eine Segnung des Dommelgreifs. Geil, das ist eine super gute Karte. Also wild gemischt. Jetzt kommen hier so ein paar Düstermond-Karten. Noch, wir haben mehrere prophetische Prismen. Das sind wahrscheinlich, ist wahrscheinlich die Karte, die jeder zum Beispiel auch in seiner Deckbaubox drin hat. Wir haben so ein paar Vampire in Schwarz und Rot. Kann das sein, dass... schaut mal. Immer, das ist alles durch ein prophetisches Prisma getrennt. Ich habe das System verstanden. Das sind, schicke eine Kreatur ins Exil, bringen sie wieder unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Das sind so Karten, die man in so einem sogenannten Flicker-Deck spielen kann, bis zum prophetischen Prisma. Trennen wir das mal. Dann haben wir irgendwas rot... rot-basiertes Artefakt-Deck. Bis zum prophetischen Prisma. Dann haben wir hier... was könnte das sein? Humans... Humans und Equipments, grün, weiß, Menschen, Grundstock, bis zum prophetischen Prisma. Und das ist Schwarz-Rot-Vampire. Schwarz-Rot-Vampire habe ich schon ganz viel auf meinem Kanal. Falls euch der Decktyp interessiert, dazu werde ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Davon haben wir schon ganz, ganz, ganz viel. Grün, weiß, Menschen. Ich hoffe, wir können blau-weiß Flicker bauen. Hier müssten die restlichen Karten drinne sein. Ich sehe schon den behütenden Engel, der ist in jeder Deckbaubox drinne. Darunter wird noch... dieses grüne Ding sein, wenn eine Kreatur stirbt, zieh eine Karte. Irgendein roter Drache. Ich weiß noch nicht genau. Aber die Karten sind halt immer in diesen Deckbauboxen drin. Ne? Na komm. Schauen wir mal. Regelreferenzkarte. Alles klar. Kaladesh. Verdammt, das sind die Basics, okay? Die brauchen wir leider nicht. 100 Standardländer, wie gesagt, dabei, damit man sich direkt die Decks bauen kann. Man kann angeblich auch mehrere Decks bauen. Ich denke, auch jetzt so nach meiner Erfahrung, wenn die Leute jetzt hier mal die Stärke der Karten einschätzen wollen, die Decks, die ihr hier raus bauen könnt, sind ungefähr, je nachdem wie gut ihr Deck bauen könnt, vielleicht ein Ticken besser als die alten Intro-Decks. Besser als die neuen Planeswalker-Decks wird es nicht werden, denke ich. Ja gut, je nachdem, was für Karten wir aufmachen. Aber ein Haufen Doppelländer, das ist schon mal super. Noch mehr Standardländer, die kommen zur Seite. Und was haben wir hier? So, behütender Engel, Sphinx von Margosi, genau, Nachtmarsch, Shivan-Drache und das Ding, was Karten zieht. Ja, das sind die 5 Rares, die in jedem, die werdet ihr auf jeden Fall haben. Die sind immer gleich, wisst ihr schon mal Bescheid. Und jetzt kommen die alten Klassiker. Serra-Engel, fliegender Ersthelfer, sehr, sehr, sehr gute Karte. Also ihr müsst natürlich beim Deckbauen ein Gefühl dafür bekommen, welche Karten sind gut und welche sind schlecht. Das ist natürlich etwas, was ich euch nicht alles sagen kann. Das ist einfach Spielerfahrung, die ihr mit der Zeit sammeln müsst. Zum Beispiel sowas ist gut, 3 Mana zerstören eine Kreatur ist immer stark. Muss man natürlich selber ein bisschen mit rumexperimentieren, bis man da die guten Karten gefunden hat. Aber genau das, auch gute Karte. Für unser Blinkdeck. Ja, ich überlege gleich mal, was wir bauen. Man muss halt ein bisschen rumexperimentieren. Auch eine der besten Uncommons des neuen Sets, Kaladesh, der filigrane Vertraute. Super, und 2 Selbstmontierer, die sich gegenseitig raussuchen. Ist ein ganz netter Grundstock. Auf jeden Fall, falls euch das interessiert hat, habt ihr jetzt hier mal schon den Überblick gekriegt. Jetzt kommt was für die Freunde der Unboxings. Machen wir 4 Booster auf und dann sortiere ich das Ganze alle und dann rede ich ein bisschen darüber, wie man daraus ein Deck bauen kann und auf was ihr natürlich beim Deckbau achten solltet. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So, fangen wir an mit dem Schatten über Innistrad Booster. So, ich habe Lust, ein Flicker-Deck zu bauen. Ein richtiges Anfänger-Flicker-Deck, so nennt man das. Verblichener Bischof. 3 Mana, 2-3 fliegend. Immer wenn eine Kreatur mit Mana-Kosten 3 oder weniger wirken, kriegen wir Nachforschungen. Oder können wir Nachforschungen anwenden. Ist okay. So, die Karten vermische ich jetzt hier mal nicht. Das ist unser Booster. Wichtig natürlich beim Deckbau, das ist jetzt ein bisschen ähnlich wie... Ich baue jetzt quasi ein Sealed-Deck. Also das, was ihr euch anguckt, wird sich jetzt sehr, sehr, sehr stark ähneln mit dem Tutorial, wie man ein Limited-Deck baut, falls ihr das gesehen habt. Weil ich jetzt hier keine andere Sammlung zur Verfügung habe. Der Sinn ist natürlich, sich nicht ausschließlich hieraus ein Deck zu bauen. Das kann man natürlich auch machen. Aber dann kommt eben ein Deck raus auf der Stärke des alten Intro-Decks. Das hier ist natürlich auch gedacht, um seine anderen Decks zu verstärken. Also ihr seht ja auch hier diese typischen Archetypes, wie man das bei Magic nennt, so Decktypen, also sowas wie Vampire oder hier Vampire, Menschen, rotes Artefaktdeck. Sowas haben viele Leute halt auch schon zu Hause, wenn sie mit der Edition spielen. Und man kann dieses Deckbau, diese Deckbaubox auch so als Upgrade zu den eigenen Karten halt einfach sehen. Also natürlich hätte ich hier noch andere Karten, aber ich habe halt kein
so Anfängerdeck hier. Deswegen wird das ein bisschen wie ein Limited-Video sein. Ohohoho. Geile Deckbaubox, geile Deckbaubox, nehme ich. Genau in unseren Farben. Wir bauen grün, weiß, blau, Flicker gleich. Habe ich Bock drauf. Tamio, die Feldforscherin. 4 Mana, 4 Loyalty. Bis zu 2 Kreaturen bestimmen wir bei der +1. Immer wenn diese Kreatur in deinem nächsten Zug einer Kreatur Kampfschaden zufügt, ziehen wir eine Karte. -2, tappen wir bis zu 2 bleibende Karten unserer Wahl, die keine Länder sind. Sie enttappen einmal nicht. Und -7, ziehe 3 Karten. Und wir kriegen ein Emblem, dass wir alle unsere Karten ohne ihre Mana-Kosten bezahlen können. Also eine Omniscience. Da, Killer! Killer, Killer für unser Deck. Hammerstark, mega stark, mega stark. Wunderbar. Für die Leute, die Planeswalker nicht kennen, auch sowas. Ich sehe immer wieder Kommentare darunter. Es hilft oft, meinen Kanal einfach über die Suchfunktion auf meinem Kanal zu durchsuchen. Es gibt zum Beispiel ein Video zu Planeswalkern, wenn ich mich richtig erinnere, wie man die benutzt. So, Kaladesh Booster. Schauen wir mal. Wir brauchen grün, weiße und blaue... Oh, 2. Engel. Ja, Leute, das Deck steht. Und eine voll Narnam-Kobra. Ich finde aber schön, die Karte. Ich bin auch, also, ihr wisst ja, ich mag so komische Tiere. Schlangen sind super. So, nächstes. Ja, wie gesagt, ihr seht schon, ich kenne alle Karten schon. Ich spiele auch schon sehr lange Magic. Ich habe direkt so ein Gefühl dafür, was ich eben mit den Karten bauen will. Wie ihr das macht, ihr sortiert am besten auf jeden Fall alle Karten, die ihr hier drin habt. Falls ihr schon ein Deck habt, könnt ihr euch natürlich anschauen, passen irgendwelche Karten zu eurem Deck dazu. Ansonsten bauen wir eben ein neues Deck. Aber das ist schon mal für den Anfang hier sehr, sehr, sehr schöner Start. Und. Ein Panharmonikon. Damit wollte ich eh mal was bauen. Das passt auch in unser Deck. Und zwar, falls ein Artefakt oder eine Kreatur ins Spiel kommt, wieder durch... Bei einer bleibenden Karte, die wir kontrollieren, eine ausgelöste Fähigkeit auslösen, wird diese Fähigkeit ein weiteres Mal ausgelöst. Also ausgelöste Fähigkeit ist sowas wie, also nennt man auf Englisch eine Triggered Ability. Triggered Ability, da steht meistens drauf, immer wenn oder wenn diese, so beginnen diese Sätze meistens. Zum Beispiel hier, immer wenn du einen Kreaturenzauber spielst. So, kommt ein Kreatur ins Spiel, Trigger. Oder unser ganz, ganz, ganz toll, wo war er? Ja, der Engel natürlich, wenn er ins Spiel kommt, können wir 2 Kreaturen flickern. Oder wenn der Dude Kreatur kommt ins Spiel, wir kriegen 5 Leben, kriegen wir 10 Leben. Das ist auf jeden Fall stark und damit werden wir unser Deck bauen. Also das harmoniert hier ja schon mal wunderbar zusammen. Wir haben auch nichts mehr zum Aufreißen. Und ja, der nächste Schritt, wie gesagt, alles nach Farbe sortieren. Oder ich werde jetzt in diesem Fall die für uns wichtigen Farben raussuchen. Und zwar blau, grün und weiß, dieselben Farben wie Tamio und dazu alle farblosen Karten, weil Artefakte können wir ja auch spielen. Das ist auf jeden Fall das, was wir aus diesem Set bauen wollen. Was ihr natürlich hättet machen können, ist hier das grün-weiße. Ihr habt ja hier diese 4 Deckanfänge quasi. Weitere Vampire raussuchen. Aber das könnt ihr auch mal bei mir auf dem Kanal schauen, falls euch das interessiert. Oder das Flicker-Deck, das werden wir jetzt zum Beispiel weiterbauen. Das ist ja extra so gedacht. Das sind alles Karten, die hier zu unserem Deck passen. Und ich werde das jetzt mal raussortieren in unseren Farben, mache einen kurzen Schnitt und dann erzähle ich euch ein bisschen was, wie wir das Deck an sich bauen werden. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ist ein bisschen chaotisch, aber ich wollte euch eben am ganzen Prozess teilhaben lassen. Und ich habe jetzt hier mal alle Karten rausgesucht, die für ein blau-weißes Blinkdeck gut sind. Ich weiß, ich wollte grün dazu nehmen, aber die grünen Karten waren einfach nicht gut genug, bis eben auf die Tamio, die liegt hier noch. Da werde ich euch gleich ein bisschen zeigen, können wir auch wieder über den Splash quasi reden und... Ja, das Deck ist zum Glück ein bisschen anders als das Deck, was ich im Limited gebaut habe. Aber auch hier wollen wir uns jetzt ein bisschen um den allgemeinen Deckbau einfach kümmern. Also, was ist unsere Grundstrategie? Ich habe mir alle Karten einfach mal rausgesucht, die irgendwie gute Effekte haben, wenn sie ins Spiel kommen oder das Spiel verlassen. Und Karten, die eben irgendwie damit irgendwie interagieren. Also, zum einen haben wir hier die Patrouille der 9. Brücke. Damit werden wir nachher so, oder damit sollten wir dann in der Regel unsere Spiele eröffnen. 2 Mana 1-1, immer wenn eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, das Spiel verlässt, legen wir eine +1/+1 Marke auf sie. Das ist egal, ob wir sie mit, jetzt brauche ich ein passendes Beispiel, ob wir eine Kreatur mit der langen Heimreise irgendwie ins Exil schicken und sie kommt wieder, dann kriegt er eine 1-1 Marke oder auch wenn bei uns eine Kreatur stirbt oder so, dann passiert das natürlich auch, wenn sie irgendwie das Spiel verlassen. Deswegen ist die Patrouille ziemlich, ziemlich, ziemlich gut und ich habe mal geguckt, man kann durchaus aus einer Deckbox ein Deck bauen, aber das ist ein bisschen schlecht und es ist ein bisschen nicht, ich kann dann nicht ganz so gut das, wie soll ich sagen, den Deckbau für euch erklären. Deswegen habe ich aus meinen anderen Karten noch ein paar passende Karten dazu gesucht. Also eigentlich nur doppelte hiervon, also andere Kaladesh-Karten, um euch ein bisschen besser den Deckbau erklären zu können. Aber das sind halt alles keine
teuren Karten oder Karten, die halt auch irgendwo immer überall rumfliegen. Ich habe keine Rares dazu getan. Also denke ich, sollte das eigentlich dann ganz repräsentativ werden. Also die Patrouille der 9. Brücke, die fand ich ziemlich cool. Da habe ich mir gedacht, spielen wir mal 3 von. Tue ich einfach mal 2 dazu. Schon mal ganz cool. Dann die Mechanikerin des Aviariums. 2 Mana, 2/2, wenn sie ins Spiel kommen, können wir eine andere bleibende Karte, die wir kontrollieren, auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Also eine unserer Karten wieder auf die Hand zurücknehmen. Das ist natürlich später interessant bei so Karten wie... Habe ich sie hier schon? Ja, nehmen wir jetzt als Beispiel den filigranen Vertrauten. Wenn er ins Spiel kommt, gibt es 2 Lebenspunkte. Wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte. Also was wie... Wir spielen ihn, kriegen 2 Leben, haben nichts zu tun später, spielen sie aus, nehmen den Filigran wieder auf die Hand, kriegen wieder 2 Leben. Haben wir ihn einmal auf die Hand genommen, wieder ins Spiel gebracht und die Patrouille parallel hätte noch eine 1/1-Marke bekommen. So, das ist so unsere grobe Strategie. Das wollen wir jetzt natürlich ein bisschen stärker machen. Und wie sieht das aus? Also, ich habe uns auf jeden Fall noch eine Mechanikerin rausgesucht. Dann haben wir nämlich, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen, haben wir hier unsere Karten im 2-Mana-Bereich. So. Ich mache doch einen dickeren Grünsplash, glaube ich. Ist ein bisschen riskant, aber ich zeige es euch. Und zwar fand ich ja ganz cool den Baumrückenstampfer, denn wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir 5 Leben. Ist ziemlich gut in unserem Deck. Habe ich uns noch 2 rausgesucht. Das Problem ist, er kostet doppelgrün und unser Deck ist nicht Hauptfarbe grün. Ihr könnt das Deck natürlich auch so wie folgt bauen, ich zeige euch das mal. Die Karten waren jetzt nicht so oft, oder die hier, die Äthere, sind dann zwar gar nicht in meiner Deckbaubox, aber wenn ihr die irgendwo kriegt, damit kann man sich Länder aus dem Deck suchen, damit kann man sehr gut ein dreifarbiges Deck bauen oder die Wanderin der Wildnis. Wichtig für solche Karten, gerade wenn sie ein grünes Mana kosten, dann sollte die Hauptfarbe des Decks grün sein, damit ihr viele Wälder spielen könnt, damit man das auch am Anfang spielen kann. So ein Deck, wie ich das jetzt hier habe, was größtenteils weiß ist mit ein bisschen Blau, da ist die Äther-Resonanz einfach nicht gut, weil wir die Äther-Resonanz ja benutzen würden, um Wälder rauszusuchen. Wir brauchen aber grünes Mana, um sie zu casten. Das gleiche bei der Wanderin der Wildnis, passt einfach nicht. Also wenn ihr so ein ähnliches Deck baut, dreifarbig und die Hauptfarbe ist vielleicht grün, würde ich die beiden Karten auch noch reintun, weil das würde dann ganz gut einfach mit dem sogenannten Color-Fixing, das wäre dann gut. Also unsere, ja, schwer, gibt es kein deutsches Wort für Color-Fixing, glaube ich. Color, die Farbe und Fixen, quasi das Korrigieren. Also dass wir ein dreifarbiges Deck spielen können und auch immer Zugriff auf unsere alle 3 Farben haben, das ist dann das Color-Fixing. Und das ist jetzt hier ein bisschen schwer, weil er kostet doppelgrün, aber er ist so gut, dass wir ihn auf jeden Fall spielen wollen in dem Deck. Deswegen versuche ich, eine doppelgrüne Karte zu splashen, also mit in ein andersfarbiges Deck rein zu splashen, reinnehmen. Ist ein bisschen schwer, versuchen wir trotzdem. Wir haben hier prophetisches Prisma in der Edition, damit geht das ganz gut. 2 Mana, wenn es ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Wir können irgendein Mana reinbezahlen, es tappen und es kommt Mana in einer beliebigen Farbe raus. Das ist natürlich gut, um auch Blau zu produzieren, hilft uns aber auch Grün zu produzieren. Finde ich ganz cool. Würde ich wahrscheinlich nur 3, vielleicht ein 4. spielen, ich weiß es nicht. Die Karte ist auf jeden Fall ganz nett, weil wir sind ein relativ langsames Deck, was sich später auch sehr viel Leben macht. Also es ist okay, wenn wir in den ersten Zügen ein bisschen Schaden nehmen. Außerdem haben wir hier die sehr nette Synergie, dass wir mit der Mechanikerin auch das Prisma wieder auf die Hand nehmen können, um einfach noch eine Karte zu ziehen. Dann ist ihr Effekt quasi, ziehe eine Karte, das ist ganz nett. Also das sind unsere 2 Mana-Teile. Color Fix, extra Card Draw später, synergiert ganz nett. Das sind so unsere Sachen, die wir am Anfang spielen. Dann im 3-Mana-Bereich ist der filigrane Vertraute natürlich der Killer. Er setzt sich selber, wenn er stirbt, gibt 2 Leben, super. War leider nur einer in meiner Deckbaubox. Wäre eigentlich eine Karte, die ich öfters in diesem Deck spielen will. Was ich dafür öfters gefunden habe, ist der fliegende Ersthelfer. 3-Mana, 2/3 Fliegenwachsamkeits-Lebensverknüpfung. Kann locker mit dem filigranen Vertrauten mithalten. Finde ich eigentlich sogar auch stärker, wenn man die Karten so einzeln betrachtet. Nur in diesem Deck wäre der Vertraute halt einfach ein Ticken besser. Deswegen ist das jetzt so, aber wir spielen noch einen 2. Ersthelfer, den ich gefunden habe. Das ist natürlich dann ganz passend. So, was machen wir im 4-Mana-Bereich? Ja, habe ich eine Kammern gesucht, die ich irgendwie nicht gefunden habe. Fand ich ein bisschen blöd. 4-Mana-Bereich müssen wir natürlich auch abdecken. Da haben wir bisher nur das Panharmonikon, dass alle unsere Effekte halt doppelt stattfinden. Also hier kriegen wir dann 4 Leben, wenn wir das spielen. Hier kriegen wir 2 Karten. Weil es ein Artefakt oder eine Kreatur ist, können wir 2 Karten ziehen, hier 2 zurücknehmen. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Spielen wir zusammen mit der geschickten Bastlerin. 4 Mana, 2/2, wenn sie ins Spiel kommt, ziehen eine Karte. Haben wir das Panharmonikon, ziehen wir 2 Karten. Wir können sie aber auch wieder zurück auf die Hand nehmen. Oder eben mit einem dieser Effekte eben aus dem Spiel entfernen und wieder reinbringen, um eine Karte zu ziehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Wir müssen auch immer ein bisschen auf die Mana-Kurve achten. Wir haben jetzt 9 2-Mana-Karten, 3-Mana-Karten, 3-4-Mana-Karten, 3-5-Mana-Karten. Das ist der Baumrückenstampfer, komplett in grün. Das ist ein bisschen riskant. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das mit Doppelländern hinkriegen.
Den haben wir dann in dem Bereich. Hier habe ich auch noch was. Serra Engel finde ich relativ gut, aber in dem Deck eigentlich schlecht. Ich würde ihn spielen, wenn wir nicht genug Baumrückenstampfer haben. Lassen wir also. Dann am Ende Behütender Engel und Sphinx von Margosi sind beide okay, kann man spielen. Aber na, wir haben schon so teure Karten. Ich finde den Engel halt einfach besser jetzt. Guckt mal, Leute, wenn ihr euer Deck nämlich richtig baut, man braucht gar keine Rares. Ich werde die beiden Rares wahrscheinlich nicht spielen, weil der Windhauchweber Engel cooler ist. Wir spielen Tapland, Turn 2 so ein, Turn 3, Turn 4, Turn 5, Turn 6, spielen wir ihn, flickern ihn, kriegen wieder 5 Leben oder flickern ihn, wollen wieder eine Karte ziehen, haben wir das Pandemonikon draußen, flickern wir einfach beides. Ist halt einfach super geil, der Engel in diesem Deck, also zick, spielen wir. Vielleicht brauchen wir unsere Rares gar nicht, bauen wir ein super geiles Budget-Deck hier, habe ich Bock drauf. So, das hier ist auch eine gute Karte aus Eldritch Moon, die war auch in der Deckbaubox, versetzen. Schicke bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil und bringen diese Karten dann unter deiner Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Ist natürlich nett. Casten wir, nehmen wir 2 Baumrückenstampfer, kriegen wir 10 Leben. 3 Mana, 10 Leben ist okay. Oder nehmen wir einen Stampfer und eine Bastlerin. 3 Mana, zieh eine Karte, kriegst 5 Leben. Ist okay. Also kann man viel mitmachen. Auch interessante ist, wenn wir sowas wie 1-2 Patrouille der 9. Brücke haben, dann haben wir, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wir haben 2 Engel zum Beispiel, flinkern wir beide Engel kommen wieder rein. Ah ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, und zwar, wenn der Windhauchweber-Engel ins Spiel kommt, können wir eine andere Kreatur deiner Wahl, die wir kontrollieren, ins Exil schicken und ihre Karte unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurückbringen. So, da haben wir jetzt Folgendes, und zwar, wenn wir einen Engel haben, wir flickern einen Engel, deswegen braucht ihr eigentlich mehr Engel. Damals konnten diese Engel keine anderen Engel flickern, und zwar um Folgendes zu verhindern. Pass auf, aus der Deckbaubox, Freunde. Spiele einen Engel, diese 3 Karten sind im Play, das ist uninteressant. Die beiden sind im Spiel, irgendwann, ich caste meinen Engel und darf dann eine andere Kreatur, die ich kontrolliere, das ist er, ins Exil schicken und unter unserer Kontrolle ins Spiel bringen. So, Kreatur, die wir kontrollieren, das Spiel verlassen, er kriegt eine 1-1 Marke. So, dann kommt der Engel wieder rein. Der Engel hat einen Trigger. Wenn er ins Spiel kommt, können wir eine Kreatur unserer Wahl ins Exil schicken. Nehmen wir einfach mal den anderen Engel. Kreatur verlässt das Spiel. Marke. Der Engel kommt wieder rein. Oh, wir nehmen den anderen Engel. Wir nehmen den Engel. Und 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 dann legen wir so ein paar Marken auf unsere Patrouille drauf. So. So. So, machen das ein paar Mal. Um das Ganze natürlich zu unterbrechen, müssen wir eine andere Kreatur nehmen. Also dafür müssen wir auch, weiß ich nicht, so, hier sind Aviara drin sein. Und dann unterbrechen wir das damit. Nein, es steht drauf, kannst. Also wir können auch sagen, wir nehmen den Engel und wir möchten es nicht machen, weil es eine May-Ability. So, wir flickern die Engel, machen unsere Patrouille unendlich stark oder beliebig stark, denn wir haben hier eine Combo. Hit für 61, sage ich nur. Freunde, was ist da los? Deckbaubox, Combo-Deck gebaut. Geil. Also, wir brauchen mehr Engel. Zusammen mit der Patrouille haben wir dann hier unsere Super-Kombo. Also wichtig ist, wir müssen mehrere Engel haben, weil wir nur mit 2 Engeln diese Kombo machen können. Ah, oh, dieses Deck. Dieses Deck macht mich fertig. Es ist jetzt schon zu gut. Wir splashen die Damio. Dann habe ich hier im 5-Mana-Bereich noch die Wolkenwegbereiterin. 5-Mana, 2-2 fliegen. Wenn sie ins Spiel kommt, kriegen wir 2 Leben, ziehen 2 Karten. Ist auch super stark mit Flicker-Effekten. Dann haben wir hier den Messeplatzhüter der Kreatur ins Exil. Schickt noch für den 3-Mana-Bereich. Und dann habe ich hier noch was gefunden. Und zwar der Ätherpassat. Alles Karten aus dem neuen Set noch. Ätherpassat, wir bringen eine bleibende Karte, die wir kontrollieren, auf die Hand zurück und einen des Gegners. Könnte man spielen. Oder das akrobatische Manöver. 3 Mana, schicke eine Kreatur, die wir kontrollieren, ins Exil. Bringen sie unter der Kontrolle wieder ins Spiel zurück. Ziehe eine Karte. Das ist auch ganz nett. Und um sich so ein bisschen so hier den Überblick zu verschaffen, nehme ich jetzt einfach mal diese ganzen komischen Flickerkarten raus und tue 3 akrobatische Manöver rein. Meinetwegen auch das Vernetzen. Wobei das Vernetzen ziemlich gut ist, weil es 2 flickert. Schlafparalyse. Tappt die verzauberte Kreatur. Verzauberte Kreaturen tappt nicht mehr. Das ist ganz nett. Wichtig in jedem Deck. Ihr wollt nicht nur euren eigenen Gameplan verfolgen, sondern ihr wollt auch irgendwie den Gegner daran hindern. Haben wir noch hier Privilegien aberkennen aus der Edition. Verzauberte Kreatur kann nicht angreifen, blocken oder Fahrzeuge bemannen. Also so relativ schlechtes Removal im 3-Mana-Bereich. Aber wir haben wenig Karten im 3-Mana-Bereich. Deswegen ist das erstmal in Ordnung. So, jetzt zähle ich mal, wie viele Karten wir haben mit der Tamio. Sie ist ja auch ein 4-Drop. Besonders gut mit den fliegenden Kreaturen. So, wir haben 6, 9, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31. Uns fehlen, würde ich sagen, 5
4 Karten, dann können wir 25 Länder spielen. Dieses Deck, dadurch, dass wir sehr viele teure Karten haben, braucht auf jeden Fall vielleicht ein Land mehr. Würde ich 25 Länder spielen, brauchen wir noch 4 Karten. So, jetzt wie weit sind wir denn gekommen? Wir haben schön, wir haben eine Combo im Deck, wir haben super viel Card Draw, Life Gain, ist schon mal eine gute Grundlage. Das sind auch überwiegend Kreaturen, wir haben jetzt 8 mit der Tamio 9, gut, und die Prismen haben wir 12 Non-Creature Spells, das ist für dieses spezielle Deck aber auch in Ordnung, weil wir nicht so krass aggro sind und gar nicht so viele Kreaturen brauchen, wir sind ja schon fast Combo. Und dennoch würde ich jetzt den Rest mit Kreaturen auffüllen. So, der 2-Mana-Bereich ist auf jeden Fall locker voll. Da wollen wir auf jeden Fall nichts mehr spielen. Im 3-Mana-Bereich können wir auf jeden Fall noch was haben, weil unsere 3-Mana-Spells sind ja auch eigentlich eher was fürs Late-Game. Also brauchen wir die jetzt ja nicht als 3-Mana-Ding. Removal wollen wir auch nicht unbedingt im dritten Zug spielen, sondern eher unseren Spielplan weiter erweitern. Nehmen wir... Was haben wir denn hier noch rumliegen? Ach, hier in dem Booster, da war noch der Bischof drin, der zieht uns notfalls auch noch Karten, ist 3 Mana, 2/3 fliegend. Das ist in Ordnung. Und wenn wir das jetzt Ganze hier so ein bisschen sortieren, dann erkennt ihr langsam die Mana-Kurve des Decks. Sie soll nämlich langsam absteigend sein. Von niedrigen nach hohen Mana-Kosten. Weil wir am Anfang brauchen wir auf jeden Fall eine billige Karte, um sie auszuspielen. Und dann kommen die teureren, von denen wir eher weniger spielen. So, legen wir das mal so hin. Zack, 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 zack. So. Sieht doch ganz gut aus. Wird langsam weniger, die Kurve. Das ist immer ganz wichtig beim Deckbau. Dann müssen wir gleich auch noch die Mana-Base machen. Aber es fehlen jetzt immer noch ein paar Karten. Muss ich nochmal zählen. Was haben wir denn hier noch so rumliegen? Also, das war 9, 5 sind 14, 19 und 6 sind 25, 26, 33. 2 Karten fehlen. Würde ich wahrscheinlich 2 Windhauchweberengel nehmen, wenn ich sie habe. Haben würde jetzt hier. Natürlich habe da hinten noch irgendwo welche in der Box, aber ja, ich habe doch noch welche in der Box, oder? Stellt euch vor, wir haben hier von 4, ich suche die jetzt nicht raus. So, dann ist das eigentlich schon ein sehr cooles Constructed Deck geworden. Jetzt müssen wir noch die Länder dazu tun. Ich habe es jetzt wirklich richtig gezählt. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher, weil das Video, das wird ein geiles Deck, das möchte ich jetzt hier nicht verbocken. 14, 22, 26, 30, 34, 34? 9, 14, 22 und 4, 26, 30, 34. Ja, kann noch eine Karte rein oder wir spielen 26 Länder. 26 Länder möchte ich nicht. Was haben wir denn hier noch so? Brauchen noch was für den 3-Mana-Bereich. Wenn ein Spiel kommt, kriegt eine Kreatur plus 1 plus 1. Ich würde wahrscheinlich den Fabricate-Mann spielen. Natürlich würde ich viel mehr filigrane Vertraute spielen. Also damit könnt ihr euer Deck auffüllen. Ansonsten fliegende Ersthelfer sind auch immer ganz gut. So. So. So, Mana Base. So, wir haben immer noch den Splash von ganz viel Doppelgrün, was ganz gefährlich ist. Aber in unserem Combo-Deck ist das definitiv in Ordnung. Unsere Deckbox hat ja auch ein paar Doppelländer mitgebracht. Wir spielen auf jeden Fall 2-mal das Weiß-Blaue. Und zum Splash spielen, wir haben viel mehr Weiß im Deck als Blau, ne? Genau, dann spiele ich wahrscheinlich nicht das blau-grüne Doppelland, das wäre der Waldlandstrom, sondern ich spiele die Stille Weite. Wenn wir diese Länder ziehen, sind sie quasi für unsere Hauptfarbe Weiß zur Verfügung, aber auch für unsere Splash-Farbe. Und ich denke, dass das auch komplett ausreichend ist an Colorfix. Wenn wir jetzt nämlich nachzählen, wie viele grüne Karten, grüne Quellen wir haben, kommt Folgendes raus. Wir haben hier 6 grüne Mana-Symbole, also immer doppelgrün, und die Tamio braucht auch ein grünes. Wie viele Karten haben wir denn jetzt im Deck, die grün produzieren? Das sind zum einen die 4 Länder und die 3 prophetischen Prisma, das sind 7 Stück. Also wir brauchen 7, 2 aus 7 grünen Mana-Quellen, um die Stampfer zu casten, nur eine für die Tamio, vollkommen okay. Wenn ihr auch noch Platz im Deck habt, notfalls noch ein Prisma spielen, dann passt das alles. Vielleicht spielen wir noch ein 5. Dual Land, dann ist es aber vollkommen in Ordnung. Kann man natürlich auch durch die besseren der neuen Editionen ersetzen. Durch diese Haste-Länder. Gibt es ja auch in den Farben. Ansonsten haben wir das. So, dann können noch 20 Basics in das Deck rein. Das würde ich dann halt ohne Grün spielen. Schauen, wie viele blaue Karten wir spielen. Sehr wenige mittlerweile. 1, 2, 3, 4, auch nur 5. Und blaue Mana-Quellen haben wir 3. Ja, Tatsache, der Grün-Splash ist ja... Der ist dicker als der Blausplash geworden mittlerweile. Dann können wir unsere Mana-Base ja doch passend anbauen. Oh, das ist dann aber echt in Ordnung. Ach ja, stimmt. Freunde, viel einfacher. Wir spielen
So. Weiß-grün, blau-grün. So. Und jetzt spielen wir nur Plains. Wir haben 1, 2, 3, 4, 7 blaue Mana-Quellen und wir haben 7 grüne. Das reicht. Ich spiele tatsächlich noch einen Forest, weil ich ein Schisser bin. Wegen Doppelgrün. Und dann können wir... Das ist aber viel. Naja, das ist zu übertrieben. Wir können doch ganz entspannt mit unserem Splash sein, weil wir so viele weiße Karten haben. Ich spiele noch 2 Wälder und eine Insel. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und können dann sogar noch 16 Ebenen spielen. Das ist auf jeden Fall ausreichend für die Mana Base, dass wir auch alle drei Farben abgedeckt haben. Ist jetzt ganz gut rausgekommen, weil wir echt viel Weiß spielen. Ja, habe ich gerade ein Limited Deck gebaut? 9. Nein, habe ich nicht. Richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35 plus 25 Länder sind 60. Alles klar. Ich dachte, ich hätte gerade aus Reflex Limited Deck gebaut. Nein, alles gut. Also, Constructed 60 Karten, Limited 40 Karten. Ja, unser Deck hat Form angenommen. Ich hoffe, der Deckbauprozess hat euch gefallen. Es ist ein Band... Flickerdeck geworden, ziemlich geil, mit kleiner eingebauten Combo durch den Engel. Natürlich könnt ihr diese Combo noch anders spielen. Man muss natürlich als zweite Karte nicht die Patrouille nehmen, sondern es geht auch irgendwie sowas wie ein Enchantment. Immer wenn eine Kreatur bei euch ins Spiel kommt, kriegt ihr einen Lebenspunkt. Dann könnt ihr damit unendlich Leben machen oder beliebig viel Leben. Unendlich gibt es ja nicht, ihr müsst immer eine Zahl bei Magic sagen. Was kann man noch machen? Man kann das Ganze mit Schwarz kombinieren, sowas wie... Immer wenn eine Kreatur das Spiel verlässt, verliert jeder Gegner ein Leben. Geht auch, dann kann man den Gegner damit töten. Also ihr seht, die Anwendungsmöglichkeiten dieser beiden Engel sind sehr, sehr, sehr gut. Sie kosten natürlich 6 Mana, was sie relativ teuer macht für so ein Combo-Deck. Aber ich habe hier ein Deck gebaut, quasi ohne Rares, nur mit unserer Tamio, die ich gezogen habe. Und habe ein wirklich geiles Deck, finde ich, gebaut. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen, allgemein zum Deckbau. Wie wähle ich meine Karten aus und... Ja, wie mache ich die Mana-Verteilung? Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne hier unter dem Video da lassen. Vielleicht mache ich dann ja nochmal ein zweites Video, falls noch viele Fragen sind. Aber ich denke, das sollte euch erstmal ein bisschen beim Deckbau geholfen haben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, lasst viele Kommentare da. Und wie immer wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao. Solide, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass ruhig einen Kommentar da, wenn dir irgendwas aufgefallen ist oder irgendwie Vorschläge einfach da sind. Ich freue mich immer über die ganzen Kommentare der Zuschauer. Einen Daumen hoch. Zeigt mir auch, welches Video euch am besten gefallen hat, damit ich eventuell weiß, wovon ich mehr produzieren soll. Ihr findet mich zusätzlich natürlich noch auf Facebook und Twitter, falls ihr noch mehr Infos rund um Magic haben wollt. Und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen möchtet, könnt ihr auch einfach mal unten auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Auf jeden Fall vielen Dank für den ganzen Support und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!